Und dann beginnt heute der vierte Online-Test. Und nächste Woche könnt ihr dann sehen, ob ihr die Veranstaltung generell bestanden habt. Falls nicht, wird es noch einen Nachschreibetermin geben. Der Termin wird noch bekannt gegeben. Ihr kriegt noch eine Mail. Genau, und könnt euch dann dazu anmelden. Und im Zuge dessen auch eine Info an alle HAWlerInnen. Durch den Cyberangriff haben wir natürlich auch keinen Zugriff mehr auf E-Mail. Und auch die Ergebnisse von den bereits absolvierten Tests liegen uns nicht mehr vor. Wir suchen gerade noch nach einer möglichst fairen Lösung. Aber was schon mal feststeht, ist, dass es noch eine Prüfung geben wird in eurer zweiten Prüfungsphase, also vom 11.3. bis zum 6.4. Da geben wir auch noch mal bekannt, wie genau das Ganze ablaufen wird. Genau. Und das Datum für den nächsten globalen Klimastreik steht fest. Das ist der 3.3. Also save the date und erzählt es all euren Freundinnen. Und kommt dahin. Und nicht nur dahin, dann nächstes Semester haben wir auch wieder eine Ringvorlesung. Das heißt, kommt zurück und meldet euch wieder an oder empfiehlt uns weiter. Genau. Und last but not least, es findet gerade wieder die Stupawahl an der Uni Hamburg statt. Und falls ihr zum Beispiel auch die Ringvorlesung cool findet, dann würde ich euch empfehlen, Liste 17, Fridays for Future zu wählen. Aber das Wichtigste ist, wählt überhaupt, die Wahlbeteiligung ist nicht so hoch. Genau, also geht wählen. Und dann kommen wir jetzt zum inhaltlichen Teil der Vorlesung. Wir freuen uns, heute Abend Delf Roth begrüßen zu dürfen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Und das Thema seines Vortrags lautet passenderweise Klima der Unsicherheit, was die Klimakrise mit Krieg und Gewalt zu tun hat. Mal die Ohren hängen. Super. Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung und für die Einladung an das ganze Organisationsteam. Ich freue mich, dass ich heute Abend hier sein kann, um mit euch über ein ja, sehr wichtiges und leider auch aktuelles Thema zu sprechen, nämlich ja, über den Zusammenhang zwischen der Klimakrise und Sicherheit. Und das ist ein Thema, mit dem ich mich in meiner eigenen Forschung schon ja, mittlerweile doch recht lange beschäftigt habe. Ganz kurz zum weiteren Vorgehen heute Abend. Ich werde ganz kurz ein paar Worte sagen zu meinem Arbeitszusammenhang, zu unserem Institut. Dann auf die Frage eingehen, was hat der Klimawandel eigentlich mit Sicherheit zu tun? Ich werde sprechen über mögliche Gefahren einer Versicherheitlichung des Klimawandels und die Frage Versicherheitlichung, was ist das überhaupt? Was kann das bedeuten im Hinblick auf die Klimapolitik? Und dann will ich sprechen über einen ja, Teilbereich oder ein besonderes Thema, und zwar den Zusammenhang von Geoengineering oder auch Climate Engineering, das heißt möglichen technischen Eingriffen, intentionalen Eingriffen in das Klimasystems. Und sozusagen dem Zusammenhang von solchen Technologien und Sicherheitspolitik oder Sicherheitsrisiken. Und anschließend genau, habe ich eine Frage oder eine These, die ich auch gerne mit euch zusammen dann diskutieren würde. Zunächst ganz kurz ein wenig über meinen Arbeitshintergrund oder meinen Arbeitszusammenhang und unser Institut, das IFSH vielleicht. Wissen einige von euch gar nicht, dass es dieses Institut gibt. Es ist ein sogenanntes An-Institut, also es nennt sich Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Das heißt, wir sind ein unabhängiges Forschungsinstitut, aber haben genau, sind sozusagen an die Universität angebunden, haben zum Beispiel einen gemeinsamen Studiengang, den Master of Peace and Security. Gegründet wurde das Institut 1971 als Stiftung der Freien und Hansestadt Hamburg. Und wir machen Forschung und Politikberatung zu Konflikten, Frieden und Sicherheit in vier verschiedenen Feldern. Einmal europäische Friedens- und Sicherheitsordnung, dann der ganze Bereich innere Sicherheit und gesellschaftlicher
Frieden, was auch eventuell etwas mit Klimakonflikten zusammenhängt, wenn man etwa an aktuelle Debatten um Klimaproteste und auch sozusagen repressive Formen des Umgangs mit solchen Protesten denkt. Oder aber auch Klimawandel-Leugner-Diskurse sozusagen, Verschwörungstheorien etc. Dann haben wir einen großen Teilbereich, der sich beschäftigt mit Rüstungskontrolle und neuen Technologien, Gefahren durch neue Technologien. Und ein vierter Forschungsschwerpunkt ist eben die Klimaforschung, beziehungsweise dieser Zusammenhang von Klimawandel und Sicherheit. Und das Ganze, dieser vierte Forschungsbereich, ist eingebettet in das große Exzellenzcluster CLICS, so Climate Change in Society, das ihr mit Sicherheit kennt. Und unser Teilprojekt ist das Teilprojekt B3. Das ganze Cluster CLICS beschäftigt sich ja mit der Frage, welche Klimazukünfte sind möglich und welche sind plausibel. Und unser Teilprojekt B3 beschäftigt sich eben mit der Frage, okay, welche ja, Sicherheitsrisiken sind eben möglich und welche sind plausibel, die sich ergeben durch den Klimawandel und die sozialen, ökonomischen, politischen Folgen daraus. Ja. Okay, ja, wenn ich das hier wieder Du darfst über den gerne. Kopf kriege, irgendwie. Ja, super. Okay, soll ich alles nochmal sagen? Nee. Okay, ich mache jetzt einfach mal weiter. Man hat es ja auf der Folie lesen können. Dass, genau, also CLICS Teilprojekt B3, Conflict and Cooperation at the Climate Security Nexus, heißt das ganze Teilprojekt. Und genau, da forschen neben mir auch mehrere DoktorandInnen aus ganz unterschiedlichen theoretischen Perspektiven zu diesem Zusammenhang von Klimawandel, Klimakrise und Sicherheitspolitik. Soweit erstmal zu meinem institutionellen Arbeitszusammenhang. Kommen wir zum heutigen Thema der Sitzung. Ich würde in einem ersten Teil gerne einige Grundlagen über den Zusammenhang zwischen Klimawandel und Sicherheitspolitik schildern. Und beginnen würde ich gerne mit ja, einem Begriff, den Begriff des Anthropozäns. Vielleicht haben viele von euch den schon mal gehört. Worum geht es? Es geht um die These, dass wir in ein neues Erdzeitalter eingetreten sind, das durch den Einfluss des Menschen auf den Planeten geprägt ist. Ja. Anthropos, also der Mensch, deshalb Anthropozän, GeologInnen argumentieren also, dass der Me Einfluss des Menschen auf den Planeten so groß ist, dass es sozusagen legitim ist, von einer neuen geologischen Epoche zu sprechen. Ja, also der Mensch sei also zu einer Kraft geworden, zu einer tellurischen Kraft, genauso wie Vulkanismus oder tektonische Plattenbewegung. Ja. Woran wird das festgemacht? An einer Vielzahl an menschengemachten Umweltveränderungen, allen voran natürlich dem globalen Klimawandel und seinen Folgen wie dem Anstieg des Meeresspiegels. Aber auch an einer Vielzahl an anderen menschengemachten Veränderungen des Planeten, wie zum Beispiel massenhafte Urbanisierung, ja, Vermüllung und insbesondere ja, die Produktion von Plastikmüll, der auch über viele Tausende und Zehntausende von Jahren sozusagen bleibt auf diesem Planeten und sichtbare Spuren hinterlässt. Der Abbau von fossilen Ressourcen und die Spuren, die eben diese Praktiken auf dem Planeten hinterlassen, da können wir aktuell sehr gut sehen in Lützerath zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob vielleicht welche von euch dort an der Abbruchkante gestanden haben, aber das sind eben genau diese sichtbaren Spuren des menschlichen Einflusses, die ja, zum Beispiel auf Satellitenbildern zu sehen sind. Ja. Es geht aber auch um das Artensterben, ja, oft einerseits Verlust biologischer Vielfalt, aber auch gleichzeitig um die menschengemachte Verbreitung von Spezies. Ja? Hühner zum Beispiel findet man überall auf dem gesamten Planeten und sozusagen allein durch den menschlichen Handel mit diesen Tieren. Ne?
Es geht auch um Abfall, radioaktiven Abfall und radioaktiven Staub, der sich sozusagen auf dem Planeten, auf dem gesamten Planeten ausbreitet und dann auch in Zehntausenden von Jahren noch feststellbar sein wird. Und all diese komplexen Prozesse wirken zusammen und wirken sich auch auf die Sicherheit aus. Ja? Wie eine nicht gerade radikale Klimaaktivistin hier auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2019 feststellt. Ich spiele mal ganz kurz das Video auf, weil die fasst das sehr schön zusammen in diesem Vortrag. Das ist also der Eröffnungsvortrag von der Münchner Sicherheitskonferenz 2019. Und wir hören einfach mal kurz rein. Meine Damen und Herren, 2019 ist ein Jahr, in dem denken wir daran, dass vor 250 Jahren Alexander von Humboldt geboren wurde. Alexander von Humboldt lebte an der Schwelle zur Industrialisierung und er war ein Wissenschaftler und Reisender, der durchdrungen war von dem Drang, die Welt als Ganzes zu verstehen und zu sehen. Und er hatte mit diesem Wunsch auch ziemlich viel Erfolg. Und sein Credo, wie wir es in seinen mexikanischen Reisebüchern nachlesen können, aus dem Jahre 1803, heißt: Alles ist Wechselwirkung. Und ungefähr 200 Jahre später, im Jahre 2000, hat der Chemie-Nobelpreisträger Paul Crutzen festgestellt, nachdem er das Ozonloch und die chemischen Wechselwirkungen erforscht hatte, dass wir nun in ein neues geochronologisches Zeitalter eintreten. Eiszeit und Zwischeneiszeit sind vorbei und wir haben das Anthropozän, das dann 2016 wurde diese Definition auch von der Internationalen Geologischen Gesellschaft übernommen. Das heißt, wir leben in einem Zeitalter, in dem die Spuren des Menschen so tief in die Erde eindringen, dass auch nachfolgende Generationen dieses als ein ganzes Zeitalter, das vom Menschen geschaffen wurde, sehen werden. Und das sind Spuren von Kernwaffentests, des Bevölkerungswachstums, der Klimaveränderung, der Rohstoffausbeutung, der Mikroplastik in den Ozeanen. Und das sind nur einige wenige Stichworte von dem, was wir heutzutage tun. Und all das hat Auswirkungen auf die globale Sicherheit und auf die Fragen, die genau hier diskutiert werden. Ja, Angela Merkel fasst das sehr schön zusammen. Alles ist Wechselwirkung, sagt sie. Das heißt, der Klimawandel wirkt eben zusammen mit anderen menschengemachten Umweltveränderungen, mit anderen komplexen Prozessen. Und das hat Auswirkungen eben auch auf die internationale Sicherheit. Wenn man sich aktuelle Äußerungen von CDU-SpitzenpolitikerInnen so anhört, kann man das gar nicht mehr so recht glauben, dass die Kanzlerin hier so klar diese großen Risiken der Klimakrise anspricht. Aber wenn man sich eben den Bereich der Verteidigungspolitik anschaut, dann gibt es dort eben auch viele eher konservative Akteure, die eine ganz klare Vorstellung von den Gefahren durch den Klimawandel haben. Und auch schon seit langer Zeit. Da werde ich gleich auch noch näher drauf zu sprechen kommen. Aber zunächst noch einmal zu diesem Begriff des Anthropozäns. Wie jede geologische Epoche braucht auch das Anthropozän, also einen exakten Startpunkt. Und es gibt einen konkreten Vorschlag der Anthropocene Working Group, die Angela Merkel auch anspricht in dem Video, für den Beginn des Anthropozäns. Und der ist auch interessant aus einer sicherheitspolitischen Sicht. Das ist nämlich das Jahr 1945. Sozusagen der erste Atomwaffentest in Alamogordo, New Mexico, stattfindet. Und das Argument ist sozusagen, dass die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, also ab 1945, so ein, ne, als große Transformation und sozusagen als ja, große Beschleunigung dann eben mit der Industrialisierung einhergeht, durch die dann diese ganzen Prozesse eben beschleunigt werden, die ich eben skizziert habe. Aber aus geologischer Sicht auch sozusagen, man braucht einen geologischen Marker, an dem man eben feststellen kann, dass diese Epoche begonnen hat. Und das Argument ist, dass man sozusagen, dass sich der radioaktive Staub auf sozusagen global verteilt und dann auch in Zehntausenden von Jahren von sozusagen möglichen GeologInnen dann in Gesteinsschichten noch
messbar sein wird und man dann sozusagen anhand der Gesteinsschichten genau feststellen kann, wann eben sozusagen der Mensch begonnen hat, den Planeten so zu transformieren durch sein Einwirken. Genau diese, ich habe das jetzt mal mit reingenommen, weil ich finde, es verdeutlicht sehr schön eben auch diesen komplexen Zusammenhang zwischen verschiedenen globalen Umweltveränderungen. Und ich hatte ein Forschungsprojekt zum Thema globale Sicherheit im Anthropozän, habe viel auch mit Franziska Müller zusammen gemacht, die ja auch an der Organisation dieser Vorlesung beteiligt ist. Es gibt ein Buch von Roy Scranton, das ist ein US-Irak-Veteran, der hat ein Buch geschrieben, Learning to Die in the Anthropocene. Und da gibt es so ein ganz prägnantes Zitat, was diesen Zusammenhang schön auf den Punkt bringt, nämlich, where fuck, the only questions are how soon and how badly. Eine sehr pessimistische Sichtweise, die natürlich auch wachrütteln soll, gerade im Hinblick auf sozusagen ein US-Publikum. Ne? Aber vielleicht noch mal etwas genauer im Hinblick auf den Klimawandel die Frage, was hat der Klimawandel eigentlich mit Sicherheit zu tun? Wenn man Sicherheitspolitik hört, wenn man an Sicherheitspolitik denkt, dann denken die meisten wahrscheinlich nicht an die Umwelt, sondern an Dinge, die man hier auf diesen Bildern sieht, ja, auf der linken Seite. Also eher an Kriege, an Militär, an nationale Verteidigung und ähnliche Dinge. Bevor ich den Stand der wissenschaftlichen Debatte kurz präsentieren werde, wollte ich gerne mal die Frage an euch weitergeben. Also die Frage, wie hängen Klimawandel und Sicherheit zusammen? Oder anders formuliert, wie könnte der Klimawandel die Sicherheit von Staaten oder Individuen oder sogar der internationalen Gemeinschaft bedrohen? Vielleicht hat ja jemand eine Idee und ich glaube, wir müssen das Mikrofon einmal rumgeben. Soll ich oder? Also die offensichtlichste Auswirkung meiner Meinung nach wäre, dass durch den Klimawandel die Bedürfnispyramide verändert wird und dadurch Menschen zum Beispiel zu Gewalt greifen, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Ja, genau. Also es könnte eben zu Knappheiten kommen, zum Beispiel Nahrungsmittelknappheiten. Und die könnten sich dann eben auch in gewaltsamen Konflikten ausdrücken. Ja. Es gibt natürlich auch Kriegsführung oder Kampfführung, die einen direkten Einfluss auf das Klima haben. Das fing mit Agent Orange im Vietnamkrieg an, dass das zum ersten Mal so richtig aufkam, das Thema. Aber es geht weiter mit Dammüberflutungen, Kampfwaffen, Kampfmittel, die Langzeitwirkung haben, die vielleicht auch noch nicht ganz klar ist und eine sehr fehlende internationale Rechtslage dazu. Ja, auch ein sehr guter und wichtiger Punkt. Das Ganze wird diskutiert auch unter dem Begriff von Ecological Warfare oder Ecological War oder Environmental War. Einmal die ökologischen, aber dann auch die Klimaauswirkungen von Krieg und Militarisierung. Das Pentagon zum Beispiel ist einer der größten oder der größte sozusagen einzelne Energiekonsument weltweit, größeren Energiekonsum als viele kleinere Nationalstaaten zum Beispiel. Ne? Und solche Themen, ich komme da gleich nochmal drauf, kommen jetzt auch insbesondere im Zusammenhang des Ukraine-Konflikts verstärkt sozusagen an die Öffentlichkeit und sind sozusagen verstärkt dann auch Gegenstand von internationalen Debatten. Zum Beispiel auf der letzten COP in Sharm el-Sheikh wurde darüber diskutiert. Andere Wortmeldung? Genau, aus dem Zoom-Raum kam noch die Antwort, vielleicht durch Kämpfe um Land und im Zuge dessen Unbewohnbarkeit und Migration. Mhm. Genau, ja, auch ein sozusagen sehr prominentes Narrativ, also der Zusammenhang zwischen Klimawandel, Landverknappung, eventuell auch Wasserknappheit und damit zusammen eben hängend eben potenzielle Migrationsbewegungen. Ich bin mir nicht mehr sicher, wo ich das gesehen hatte, aber ich habe vor ein paar Tagen auch eine Grafik gesehen, dass das Militär jetzt in der Bundesregierung gar nicht einen unerheblichen Anteil an den CO2-Emissionen trägt, die fast bei
in einem zweistelligen Bereich unseres, ja, unserer gesamten Emissionen sind. Ja, genau. Das ist natürlich eine ganz aktuelle Debatte, weil es jetzt stark natürlich auch darum geht, dass man die Bundeswehr vernünftig ausrüsten will, ne, oder nachrüsten will, mit einem Sondervermögen zum Beispiel. Und da stellt sich natürlich auch die Frage nach zum Beispiel der Klimawirkung von solchen militärischen Verstärkungen, vielleicht militärischen Aktivitäten und den Technologien, die damit verbunden sind, den Waffensystemen und so weiter. Und es ist so, dass die militärische Aktivitäten aus diesen Berichtspflichten der Mitgliedstaaten in der Klimarahmenkonvention bislang ausgenommen sind. Das heißt, wir wissen gar nicht so genau, wie viele CO2 oder andere Treibhausgasemissionen da entstehen. Genau, aber danke. Ja, und dann auch einfach die Sicherheit jetzt nicht militärisch gesehen, aber manchmal, also Sicherheit bedeutet ja auch das sichere Leben ohne Angst haben vom Sterben und durch Naturkatastrophen, Waldbrände, ist das sichere Leben ja auch gefährdet, was ja auch unmittelbar durch den Klimawandel entstehen kann. Ja, genau, auch ein sehr guter Punkt. Sicherheit nicht nur verstanden als eben nationale Sicherheit, sondern auch als menschliche Sicherheit von eben Menschen, die negativ betroffen sind, bedroht sind von Klimawandelfolgen, insbesondere in Entwicklungsländern oder denken wir zum Beispiel an die kleinen Inselstaaten im Pazifik. Genau. Mein Punkt war ein sehr ähnlicher halt auch zum Thema Sicherheit, aber auch national, wenn halt Naturkatastrophen passieren, muss die Politik ja auch darauf reagieren und im Zweifel dann auch das Militär dazu bereit sein, den Menschen zu helfen. Genau, was auch sehr stark diskutiert wird, dann auch in sozusagen Verteidigungskreisen, ist sozusagen, dass eben Militärs auch überfordert sein könnten mit solchen Hilfseinsätzen, die international immer stärker sozusagen erforderlich werden, aufgrund von Naturkatastrophen zum Beispiel. Ja, danke. In dieselbe Richtung. Sicherheit von wem? Sicherheit von den Menschen, die durch Klimakatastrophe betroffen sind oder durch Überschwemmungen, durch Flucht, Pauperisierung. Geht es um deren Sicherheit oder geht es um Sicherheit von denen, die eben nicht davon betroffen sind und sich vor diesen Menschen schützen wollen und vor den Auswirkungen, die diese Menschen betreffen, schützen wollen? Das scheint mir auch eine Klassenfrage, eine Genderfrage, Racefrage zu sein. Ich glaube, das muss man erst definieren, von wessen Sicherheit wir sprechen. Ja, hier auch nochmal ein ganz wichtiger Einwand und genau darauf werde ich gleich auch nochmal zu sprechen kommen, dass natürlich auch dieser Sicherheitsdiskurs selber kontrovers ist, zum Beispiel der Zusammenhang zwischen Sicherheit und Klimagerechtigkeit steht da zur Debatte. Ja. Und noch ein anderer Punkt, vielleicht diese Frage der historischen Schuld, weil die Industrieländer sind ja dafür verantwortlich für das CO2 in den letzten Jahrhunderten. Und die Entwicklungsländer leiden ja auf allem darunter und sie haben ja keine nichts dafür. Oder auch durch die Frage von Klimareparationszahlungen oder wie man ihnen dann hilft. Genau. Also internationale Gerechtigkeit, historische Verantwortung von Industrieländern, Reparationszahlungen, Loss and Damage ist ein ganz großes Thema in den Klimaverhandlungen gegenwärtig, in Sharm el-Sheikh zum Beispiel. Und auch auf der nächsten COP28 wird das ein großes Thema bleiben. Ja, vielen Dank. Das waren schon mal sehr viele wichtige Punkte und genau solche Themen sind auch in der wissenschaftlichen Debatte diskutiert worden. Ich habe hier einfach nur mal so ein paar Werke aus dieser Debatte zusammengesammelt, die mittlerweile schon seit den 2000er Jahren geführt wird. Und ja, besonders intensiv im Grunde genommen seit 2007. Da gab es so die erste Debatte im UNO-Sicherheitsrat zum Thema Klimawandel. Der Sachstandsbericht des IPCC ist sehr prominent damals in den Medien diskutiert worden, 2007. Dann ist der Friedensnobelpreis an Al Gore und das IPCC verliehen worden im gleichen Jahr. Und viele sehen das so als den Beginn oder Katalysator dieser Debatte über Klimawandel und Konflikte, Sicherheit und Kriege. So ganz grob kann man sagen, dass die Debatte anfangs ja vielleicht etwas alarmistisch geführt wurde oder in etwas sozusagen groberen Zügen. Es gab viele
populärwissenschaftliche Publikationen wie Harald Welzers Klimakriege. Mittlerweile ist sich sozusagen die Forschung einig, dass es so direkte militärische Konfrontationen aufgrund des Klimawandels eher nicht geben wird, sondern was, worüber man spricht, ist eher sozusagen die Rolle des Klimawandels zum Beispiel in Bürgerkriegsszenarien, ja, wo der Klimawandel eben bereits bestehende Probleme verstärken kann in verschiedenen Regionen. Wie kann der Klimawandel also Konflikte verstärken? Ich habe hier mal versucht, so die unterschiedlichen Szenarien oder Kausalpfade zusammenzufassen, die in der wissenschaftlichen Debatte diskutiert werden. Und ein erster möglicher Link führt eben vom Klimawandel zu der Zunahme und der Intensität von extremen Wetterereignissen, zu der Verknappung natürlicher Ressourcen, um die sich dann Konflikte entwickeln können. Ja. Ein Beispiel, das in der Literatur sehr prominent diskutiert wurde, ist der Bürgerkrieg in Syrien. Und dieses Beispiel ist sehr kontrovers diskutiert worden. Es gibt einige KollegInnen, die argumentiert haben, dass Syrien so etwas wie ein erster Klimakrieg darstellt. Es gibt aber viele KollegInnen, die das sehr kritisch sehen, weil eben dieser kausale Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und der sozusagen daraus folgenden Dürreperiode, den sozialen Protesten in Syrien und dann sozusagen dem gewaltförmigen Konflikt höchst komplex und höchst unsicher ist. Ja. Und, es gibt viele KollegInnen, die dieses Narrativ von Syrien als Klimakrieg oder Klimakonflikt kritisieren. Und ich denke auch, da ist etwas dran an diesen sehr sozusagen simplizistischen kausalen Modellen. Ne? So ein zweiter Pfad, der diskutiert wird, würde eben vom Klimawandel führen, über Naturkatastrophen, etwa Hurricanes, die verstärkt werden könnten oder auch häufiger auftreten können, die dann zu Migration und Vertreibung führen können, wodurch es eben in anderen Regionen zu Konflikten und Spannungen kommen könnte. Ja. Ein drittes Erklärungsmodell nimmt hingegen den Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und der zunehmenden Verfügbarkeit von Ressourcen in den Blick. Also da geht es jetzt nicht um Knappheit, wie in dem ersten Kausalpfad, sondern um Ressourcenverfügbarkeit. Und diskutiert wird das zum Beispiel im Hinblick auf die Arktis, wo eben durch das Abschmelzen des arktischen Meereises einmal neue Schifffahrtsrouten, aber auch der Zugang zu zum Beispiel Ölressourcen frei werden könnte, was eben, so die Annahme, zu Konflikten zwischen den Anrainerstaaten führen könnte. Und vielleicht nicht nur zwischen den Anrainerstaaten, sondern eventuell auch zwischen Staaten wie China, also anderen großen internationalen Playern, die dann auch einen Anspruch erheben auf diese Ressourcen im arktischen Meer. Und eine noch eher junge Debatte betrifft den Zusammenhang von Klimaschutzmaßnahmen und Gewaltkonflikten, weil es auch sozusagen auch Maßnahmen im Bereich Mitigation oder Adaptation, also Klimaschutzmaßnahmen oder Anpassungsmaßnahmen in verschiedenen Weltregionen, auch das Potenzial haben, Konflikte zu fördern. Prominent ist es der Anbau von Biotreibstoffen, der dann zu Landnahme und Vertreibung führen kann, aber auch große Staudammprojekte, die sozusagen im Namen des Klimaschutzes durchgeführt werden. Da gibt es viel Forschung zu Lateinamerika, die sich eben mit diesem Mechanismus oder diesem Pfad beschäftigt. Wir hatten es gerade in der Diskussion auch schon angeschnitten. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, der Krieg in der Ukraine verdeutlicht nochmal besonders diese komplexen Wechselwirkungen zwischen Sicherheitspolitik und dem Klimawandel. Natürlich kann man nicht argumentieren, dass der Ukraine-Krieg ein Klimakrieg
Krieg sei. Ja? Er hat politische Ursachen, aber er ist dennoch auf unterschiedliche und komplexe Art und Weise eben mit der Klimakrise verwoben. Ich habe ja mal drei Bereiche zusammengefasst. Der erste ist genau dein Punkt, nämlich die ökologischen Kosten von Krieg und Militarisierung. Wir sehen die ökologischen Kosten dieses Kriegs direkt in der Ukraine. Ja, wir haben die Kämpfe und die Besetzung der Tschernobyl-Ruine gesehen. Wir haben Kämpfe in Industrieanlagen, die zu verseuchten Böden, Giftwolken, radioaktiver Strahlung eventuell und anderen Umweltschäden führen können, mit immensen Kosten direkt in der Ukraine. Ja, gleichzeitig gibt es diesen weiteren Zusammenhang, der verstärkt diskutiert wird zwischen Energieverbrauch und CO2-Emissionen des Militärs. Und die Ukraine war zum Beispiel auf der letzten COP27 in Sharm el-Sheikh das erste Mal mit einem Pavillon vertreten, wo sie genau diese ökologischen Kosten des Krieges verdeutlicht haben. Und auch Präsident Zelensky hat es in seiner Videoansprache sehr prominent zur Sprache gebracht. Ein zweiter Link betrifft mit Sicherheit die globale Ernährungssicherheit. Angela Merkel hatte das ja in ihrer Rede gesagt, alles ist Wechselwirkung. Das heißt, wir haben sozusagen komplexe Zusammenhänge zwischen dem globalen Ernährungssystem, der Klimakrise und dem Krieg in der Ukraine. Insbesondere die russische Blockade der Getreideausfuhr in der Ukraine. Die zusammenwirkt mit dem Klimawandel, weil wir haben es mit einem bereits sehr angespannten Weltmarkt für Nahrungsmittel zu tun. In sozusagen mehreren großen nahrungsmittelexportierenden Ländern hat es in den vergangenen Jahren Dürreperioden gegeben, auch aufgrund des Klimawandels. Und in diesem Sinne wirken diese Folgen des Krieges hier zusammen auch mit den Folgen der Klimakrise. Und führen zu einer komplexen Multikrise, könnte man sagen. Und drittens zeigt dieser Krieg natürlich gleichzeitig die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und die Sicherheitsimplikationen dieser Abhängigkeiten. Die russischen Einnahmen durch Öl- und Gasexporte haben es überhaupt erst möglich gemacht, dass Russland seine konventionellen Streitkräfte so stark im Aufrüsten konnte, die Renten aus den Ressourcenexporten. Die Abhängigkeit der EU verhindert, einen größeren politischen Druck aufzubauen durch Sanktionen etwa im Ressourcenbereich. Und es bleibt die große offene Frage, wie sich die politische Dynamik auf die Energiewende zum Beispiel in Deutschland oder in der EU auswirkt. Dieser Krieg könnte als Katalysator wirken. Es gibt den ganzen Diskurs um erneuerbare Energien als Friedensenergien oder Freiheitsenergien, ne, die Christian Lindner sie genannt hat. Es gibt aber auch die Gefahr eines neuen Lock-ins, ne, wenn Flüssiggasterminals gebaut werden, wenn neue Erdgasdeals abgeschlossen werden, dann birgt das eben auch die Gefahr, dass es zu neuen Lock-ins kommt und damit eben die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern verlängert wird. Ich hatte es ja eingangs erwähnt, in den internationalen Beziehungen, also der Disziplin, aus der ich komme, gibt es eben nicht nur eine Debatte um diesen empirischen Zusammenhang zwischen Klimawandel und Konflikten und anderen Sicherheitsrisiken, sondern insbesondere in einem Feld, aus dem ich komme, den sogenannten kritischen Sicherheitsstudien, wird auch diskutiert über die möglichen Gefahren einer Versicherheitlichung von Klimapolitik. Ja, der Hintergrund ist, dass es im Nachgang oder nach dem Ende des Kalten Krieges in den 1990er Jahren zu einer Ausweitung von Sicherheitspolitik gekommen ist. Das heißt, Sicherheitsakteure und Verteidigungsakteure haben sich zunehmend an neuen Themen auch zugewandt, unter anderem zum Beispiel globalen Umweltveränderungen. Ja, haben sich mit diesen Themen beschäftigt als Sicherheitsbedrohung. Und KritikerInnen befürchten also, dass eine solche Ausweitung von Sicherheit und Sicherheitspolitik negative Folgen haben könnte.
Und der prominenteste Ansatz, eben um diese Problematik, um diese Gefahren zu untersuchen, ist eben der Ansatz der Versicherheitlichung, entwickelt von der sogenannten Kopenhagener Schule. Und den will ich einmal ganz kurz skizzieren. Und zwar basiert dieses Konzept auf der Idee, dass sozusagen ja, Sicherheitsdiskurse nicht fix sind, sondern dass sie sich wandeln, ja, und dass die Frage eben, was in einer Gesellschaft zum Beispiel als, ein Sicherheit, als eine Sicherheitsbedrohung angesehen wird, eben kontingent, das heißt wandelbar ist. Und in diesem Modell zur Untersuchung dieser Prozesse, wie eben sowas, wie sich solch ein Diskurswandel vollzieht, gibt es eben die Annahme, dass es verschiedene Versicherheitlichungsakteure gibt. Das ist ein Sprecherin oder ein Sprecher, der oder die in einer autorisierten Position ist. Und über einen Versicherheitlichungssprechakt, der sich an ein relevantes Publikum richtet, eben ein bestimmtes politisches, soziales, ökonomisches, ökologisches Problem als eine Sicherheitsbedrohung identifiziert. Dann gibt es die Möglichkeit, dass dieses relevante Publikum, das könnte zum Beispiel die Öffentlichkeit in Deutschland sein, aber es ist sozusagen eine Frage, die man nur empirisch dann in der empirischen Untersuchung beantworten kann, was dieses relevante Publikum ist. Es gibt die Möglichkeit, dass dieses Publikum diesen Versicherheitlichungsakt ablehnt, dann würde man von einer fehlgeschlagenen Versicherheitlichung sprechen. Wenn diese Versicherheitlichung allerdings akzeptiert wird, dann ermöglicht das den politischen Akteuren das Ergreifen bestimmter Ausnahmemaßnahmen. Und das sind all jene Maßnahmen, die sozusagen unter den geltenden Regeln des politischen Entscheidungsfindungsprozesses nicht möglich wären, außerhalb einer Sicherheitslogik. Ja. Und das ermöglicht eben diesen politischen EntscheidungsträgerInnen, politischen Akteuren mit bestimmten geltenden Regeln zu brechen. Ja. Dann formuliert diese Theorie noch verschiedene Bedingungen, Gelingensbedingungen nennen sie das, also Faktoren, die erfüllt sein müssen, damit so ein Diskurs Nachklang finden kann, auf Resonanz stoßen kann. Das heißt, einmal geht diese Theorie davon aus, dass so ein Versicherungssprechakt immer einer bestimmten Grammatik der Sicherheit folgt. Das heißt, es geht immer darum, dass eine Bedrohung für ein Referenzobjekt identifiziert wird. Das Referenzobjekt könnte zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland sein, ja, die territoriale Unversehrtheit von Deutschland. Und dann gibt es noch, ja, was die Theorie externe Gelingensbedingungen nennt. Das einmal betrifft es die SprecherInnenposition, also diese SprecherInnen müssen in einer bestimmten autorisierten Position sein. Es können zum Beispiel politische EntscheidungsträgerInnen sein, WissenschaftlerInnen etc. Und die materiellen Eigenschaften der Bedrohung spielen auch eine Rolle. Es lässt sich nicht jedes beliebige Thema versicherheitlichen. Ja. Und die Befürchtung ist eben, dass durch dieses Brechen mit geltenden Regeln eben ja die Versicherheitlichung des Klimawandels auch negative Konsequenzen haben könnte. Und ich finde, es ist eine spannende Frage, auch gerade aus Sicht von ja, der Klimabewegung. Ne? Wenn wir uns jetzt anschauen, die Debatte zum Beispiel um den Klimanotstand. Man könnte natürlich sagen, Versicherheitlichung ist eigentlich notwendig, weil wir es eben mit einer solchen dramatischen Krise zu tun haben, dass es eben genau diesen Brechen mit geltenden Regeln, dass es genau das braucht. Dass es zum Beispiel ein Klimanotstand braucht, um sozusagen diesen Systemwandel herbeizuführen. Von den Extinction Rebellion zum Beispiel spricht KritikerInnen, also auch jetzt meine KollegInnen und ich aus den kritischen Sicherheitsstudien, würden dagegen vielleicht argumentieren, dass diese Ausnahmemaßnahmen gar nicht so stark im Feld der Sicherheit, der Klimapolitik getroffen werden, sondern dass es sozusagen das Problem eher verschoben wird, vielleicht in das Feld der Migrationspolitik,
ja, wo es zum Beispiel dazu führen könnte, dass man Maßnahmen im Bereich von Grenzschutz und Kontrolle der europäischen Außengrenzen trifft, weil man eben sich vorbereitet auf die Klimaflüchtlinge, KlimamigrantInnen, die sozusagen in der Logik eines solchen Sicherheitsdiskurses dann Europa fluten, ja, als Folge des Klimawandels, dass man sich sozusagen auf die Sekundärfolgen des Klimawandels eher vorbereitet, dass das Thema verschoben wird in den Bereich Anpassungspolitik, vielleicht aus dem Bereich Mitigation, Klimaschutz verschoben wird in den Bereich Anpassungspolitik, dass man vielleicht setzt auf technische Lösungen und so weiter. Verschiedene Möglichkeiten werden da diskutiert. Aber um diese Frage zu beantworten, ist es vor allen Dingen auch wichtig zu fragen, von was für einem Sicherheitskonzept sprechen wir denn eigentlich? Und ihr habt es gerade schon gesagt, oder der Kommiliton hat es gerade schon gesagt, die Frage ist, was für ein Sicherheitskonzept legen wir zugrunde, von was für einem Sicherheitsdiskurs gehen wir aus? Also Sicherheit für wen und vor was eigentlich? Ne? Und da sind in der Literatur also unterschiedliche Sicherheitskonzepte unterschieden worden, die sozusagen miteinander konkurrieren in diesem Diskurs über Klimawandel und Sicherheit. Und sein erster Sicherheitsbegriff ist ein enger nationaler Sicherheitsbegriff, der Sicherheit also versteht in eher militärischen Begriffen. Da wäre das Referenzobjekt eben der Nationalstaat oder das Territorium und die Bevölkerung eines Nationalstaats. Ja. Diesen Diskurs findet man zum Beispiel sehr stark in den USA, wo etwa das Pentagon sehr früh hingewiesen hat auf die Sicherheitsimplikationen des Klimawandels für die Verteidigungsfähigkeit und für die nationale Sicherheit der USA. Die US-Demokraten verwenden dieses Narrativ auch sehr häufig, um zu versuchen, auch in eher konservativen Kreisen Gehör zu finden und Aufmerksamkeit zu schaffen für den Klimawandel. Es gibt tatsächlich auch viele Akteure aus dem Verteidigungsbereich, die aufgrund eben eines solchen eher nationalen Sicherheitsdiskurses schon recht früh aufmerksam geworden sind für das Problem des Klimawandels. Im Hinblick auf Maßnahmen würde es ein solcher nationaler Sicherheitsdiskurs wahrscheinlich eher den Fokus legen auf Anpassungsmaßnahmen, Frühwarnung, Grenzsicherheit. Es gab mal die Debatte um sogenannte UNO-Grünhelme, also die Idee, dass man in Klimakrisenregionen intervenieren könnte durch sozusagen internationale Eingreiftruppen, analog zu den UNO-Blauhelmen. Das ist so eine Debatte aus den 1990er Jahren, wird mittlerweile nicht mehr so stark diskutiert, auch aufgrund der sehr ablehnenden Haltung von vielen Entwicklungsländern, aber auch großen Staaten, China, Russland, Indien, in den Vereinten Nationen, insbesondere im Sicherheitsrat. Davon unterscheiden kann man dann so einen Diskurs über internationale Sicherheit. Der Klimawandel ist ja ein globales Phänomen, dass er im Grunde genommen auch zu einer Bedrohung für die internationale Ordnung werden könnte und für internationale Institutionen. Ja. Etwa durch regionale Konflikte, durch Instabilität in verschiedenen Weltregionen, durch menschliche Mobilität, also Migration und Vertreibung, durch Radikalisierung. Es gibt auch in dem Diskurs die Befürchtung, dass sich Menschen radikalisieren könnten, vielleicht terroristische Organisationen Zulauf kriegen könnten, dadurch, dass sich die Lebensumstände vieler Menschen verschlechtern könnten. Maßnahmen würden hier eher auf der internationalen Ebene ansetzen, werden also sehr stark kooperativ ausgerichtet. Internationale Klimapolitik, Kooperation im Bereich Flüchtlingsschutz, zum Beispiel Global Compact for Migration und andere internationale Maßnahmen. Und ein dritter Diskurs, der seit den 1990er Jahren sehr stark auch in den Vereinten Nationen vertreten ist, ist das Konzept der menschlichen Sicherheit. Das rückt eben nicht den Staaten oder das internationale Staatensystem, sondern die einzelnen Menschen und insbesondere Individuen
und Gemeinschaften in anfälligen Regionen ins Zentrum. Ja? Und dann geht es eben genau um die Sicherheit dieser Menschen in vom Klimawandel besonders bedrohten Regionen und Ländern. Das betrifft insbesondere Menschen dann in least developed countries, aber auch in den schon angesprochenen pazifischen Inselstaaten, die eben bedroht sind durch die direkten Folgen des Klimawandels, versteckte Naturkatastrophen, Extremwetter und daraus resultierende Instabilität. Und Maßnahmen wären dann hier eher im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit angesiedelt. Es geht sehr stark um Resilienzförderung, also dass man Menschen befähigt, dass man sie anhilft bei der Anpassung an Klimawandelfolgen. Es geht um humanitäre Hilfe im Katastrophenfall natürlich. Es wird auch diskutiert, wie man eventuell Umsiedlungen notwendig sein könnten in besonders bedrohten Küstenregionen zum Beispiel, wo eben ganze Gemeinschaften bedroht sein könnten ab einem bestimmten Grad an Meeresspiegelanstieg. Und ein letzter Diskursstrang oder ein letztes Konzept, das ich euch vorstellen wollen würde, ist ein eher akademisches Konzept. Und das ist das Konzept der ökologischen Sicherheit. Mein Kollege Matt McDonald von der University of Brisbane hat das zum Beispiel sehr stark gemacht. Hier wäre das Referenzobjekt, wären quasi anfällige oder vulnerable Ökosysteme. Das heißt, Menschen und andere Lebewesen in Beziehung zu sozusagen zur natürlichen Umwelt. Ja, also Ökosysteme sozusagen bestehend aus menschlichen und nichtmenschlichen Akteuren. Und Bedrohung wäre eben der Kollaps von solchen Ökosystemen aufgrund des menschengemachten Klimawandels, aber auch durch sozusagen die Wechselwirkungen, die wir eingangs angesprochen haben, mit anderen menschengemachten Umweltveränderungen. Und Maßnahmen wären hier ganz klar, ein ganz klarer Fokus auf Mitigation, die möglichst drastische und schnelle Reduzierung von Treibhausgasemissionen, auch aufgrund der historischen Verantwortung von Industrieländern angetrieben. Und es gibt sozusagen ein Konzept, was im Kontext des UNO-Sicherheitsrates von NGOs oder von Thinktanks eigentlich eingebracht wurde. Das ist die sogenannte Responsibility to Prevent. Es gibt im Kontext der Vereinten Nationen eine internationale Schutznorm, Responsibility to Protect. Und analog zu dieser Schutznorm gibt es eben den Vorschlag, dass man auch im Bezug auf die Klimakrise und zum Schutz von bedrohten Ökosystemen analog eine Responsibility to Prevent einführen könnte als internationale Norm, um diese Maßnahmen, um diesen Klimaschutz, diese notwendigen Klimaschutzmaßnahmen international voranzutreiben. Es gibt aber nicht nur das Argument, dass eine Versicherheitlichung negative Konsequenzen haben könnte für die Klimapolitik. Es gibt auch die Beobachtung, dass man vielleicht eher andersherum sprechen könnte von einer Klimatisierung der Verteidigungspolitik. Ja, also dass nicht irgendwie Ausnahmemaßnahmen im Bereich Klimaschutz getroffen werden, sondern die Beobachtung, dass sich in den vergangenen 10 Jahren verteidigungspolitische Akteure und Militärs verstärkt eben dem Klimawandel als Bedrohung für ihre eigene sozusagen militärische Einsatzfähigkeit zugewandt haben und das als Problem identifiziert haben. Das ist ein Diskurs, der in Großbritannien und den USA schon länger prominent geführt wird und auch prominenter als zum Beispiel in Deutschland. Es gibt diese Climate Adaptation Roadmap vom US-Pentagon von 2014. Der Hintergrund ist einfach, dass zum Beispiel sehr viele US-Militärbasen hochgradig anfällig sind für verschiedene Klimawandelfolgen, ja, wie zum Beispiel Meeresspiegelanstieg. Das US-Militär agiert weltweit, ja, hat Militärbasen weltweit und viele davon sind in anfälligen Regionen. Und aufgrund dieser Anfälligkeit, auch durch die Auswirkungen von Hurricanes auf Militärbasen, wo es große Schäden gegeben hat,
an der US-Ostküste. Ja, hat sich das US-Militär eben schon sehr früh diesem Bereich Adaptation, Resilienzförderung gegen den Klimawandel zugewandt und hat es auch während der Trump-Administration weiter fortgeführt. Da durften sie den Begriff Klimawandel nicht benutzen. Da lief das dann eher so unter dem Begriff Resilienzförderung etc. Aber diese Maßnahmen liefen weiter. Genau, dann die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundeswehr. Die Bundeswehr widmet sich mittlerweile auch verstärkt dem Thema Klimawandel, allerdings sehr viel später als zum Beispiel Großbritannien. Das sind diese beiden Bilder auf der rechten Seite. Hier Ministry of Defense, Climate Change and Sustainability. The Strategic Approach. Und genau, das Verteidigungsministerium in Großbritannien hat eben schon recht früh so eine umfassende Strategie ausgearbeitet, die auf drei Säulen basiert: Mitigation, Adaptation und sozusagen internationale Verantwortung, auch in ihren Overseas Territories, die Großbritannien noch hat. Und im Bereich Mitigation wird zum Beispiel werden so Dinge diskutiert wie Greening Defense. Also da geht es dann tatsächlich auch darum, dass man Waffensysteme nachhaltig betreibt mit Biotreibstoffen, Wasserstoff etc. Ja. Und die Hoffnung ist natürlich, dass es dadurch dann auch Spillover-Effekte geben könnte, wenn man diese Technologien eben im Militärbereich vorantreibt, zum Beispiel wasserstoffbetriebene Panzerfahrzeuge, dass man eben dann solche Technologien dann auch ja, im Bereich der Wirtschaft eben dann vorantreiben kann. Und zuletzt gibt es auch verstärkte Debatten über den Begriff Environmental Peace und Environmental Peace Building oder Climate Peace. Ja, und die sozusagen die Idee, die dahinter steht, ist, dass sehr lange sehr viel über Sicherheit geredet wurde. Sicherheit häufig ein Begriff ist, der rein negativ definiert ist, Abwesenheit von Krieg und Gewalt. In diesem Strang der Debatte oder der Literatur wird der Fokus eben eher stärker gelegt auf kooperative Praktiken und Beispiele, wie zum Beispiel Konflikte um knappe Ressourcen kooperativ gelöst werden können. Ja? Und die Annahme, dass eben unter Umständen auch es durch eine Zunahme an, also eine verstärkte Verknappung von Ressourcen, ist unter Umständen auch verstärkt zu Formen von Kooperationen kommen kann, paradoxerweise. Ja? Genau, ich habe hier so drei Beispiele rausgesucht. Wir haben das Ganze thematisiert 2020 im sogenannten Friedensgutachten. Es gibt einmal im Jahr, veröffentlichen die größten deutschen Friedensforschungsinstitute, zu denen wir auch gehören, dieses Friedensgutachten. Das wird dann in Berlin vorgestellt auf einer Pressekonferenz und ja, in Berlin dann auch wahrgenommen, würde ich sagen. 2020 gab es eben dieses Fokuskapitel Friedenspolitik in Zeiten des Klimawandels. Und da haben wir eben diese möglichen Formen von Friedensbildung und Friedenspolitik im Kontext des Klimawandels diskutiert. Und wenn man etwa in den Nahen Osten schaut oder nach Nordafrika, dann zeigt sich eben, dass es natürlich auch immer wieder zu Konflikten kommt, um sich verknappende Ressourcen, etwa Süßwasser, vorkommen. Es zeigt sich aber auch, dass diese Konflikte häufig friedlich und kooperativ gelöst werden können. Ein Beispiel ist etwa jetzt hier unten, ist diese Nile Basin Initiative, also ein Zusammenschluss von Anrainerländern des Nils, die sich in dieser Initiative zusammengeschlossen haben und sich sozusagen regelmäßig treffen und austauschen, versuchen, den Zugang zum Nil kooperativ und friedlich zu lösen. Ja. Ein anderes Beispiel ist die Kooperation bei der Nutzung von Süßwasser zwischen Israel, Jordanien und palästinensischer Autonomiebehörde. Dabei geht es um den Zugang zu grenzüberschreitenden Süßwasservorkommen, Süßwasserquellen wie den Jordan.
was in der Vergangenheit immer wieder auch zu Spannungen geführt hat. Aber es gibt seit den 1990er Jahren auch eine ganze Reihe an Initiativen, Abkommen und Formen technischer Zusammenarbeit, also Zusammenarbeit auf technischer Ebene zwischen den drei Konfliktparteien. Und es gibt Bemühungen von Organisationen und NGOs wie Ecopeace Middle East, die man hier auf dem Bild oben rechts sieht, die eben versuchen, solche kooperative Formen von Zusammenarbeit im Umweltbereich zu fördern. Ja. Und über Kooperation dann im Umweltbereich eventuell auch zu einer Annäherung zum Beispiel zwischen Israelis und Palästinensern beizutragen. Genau. Ich hatte es angekündigt. Als letzten Themenblock wollte ich nochmal genauer auf das Thema Sicherheitsrisiken von Climate Engineering eingehen. Wir hatten ein Forschungsprojekt, was von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wurde für 3 Jahre, in dem wir unter anderem in einem Teilpaket untersucht haben, Debatten über Sicherheitsrisiken von Climate Engineering, also so großtechnischen Eingriffen in das Klimasystem. Und das hat in erster Linie Ann-Kathrin Benner gemacht, die Doktorandin in dem Projekt war. Und da haben wir auch einige Publikationen zusammen zu veröffentlicht. Aber zunächst mal vielleicht ganz kurz zur Frage, was ist Climate Engineering? Und um ja eine ganz kurze Antwort auf diese Frage zu geben, habe ich einen kurzen Clip aus den Tagesthemen hier einmal mitgebracht, in dem das Thema vor einigen Jahren bereits aufgegriffen wurde. Ich spiele ihn jetzt mal ab. Glaube ich. Ja, denn um den Klimawandel abzufedern, reicht es womöglich nicht aus, nur die von Menschen gemachten Ursachen dafür anzugehen. Vielleicht muss man auch das Klima direkt bearbeiten, sozusagen von Menschenhand manipulieren. Und damit meine ich jetzt nicht so überschaubar erfolgsversprechende Maßnahmen wie den Regentanz dieses sibirischen Schamanen, sondern neueste wissenschaftliche Experimente, woran sogenannte Klimaklempner tatsächlich heute schon tüfteln, wie erfolgsversprechend das ist und welche unvorhersehbaren Risiken das wiederum zur Folge haben könnte. André Katschall. Was wäre, wenn der Mensch das Klima fast nach Belieben steuern könnte, die Temperatur des Planeten regulieren? Was nach Allmachtsfantasie klingt, ist eine wissenschaftliche Hypothese. Bislang nur eine Idee, eine äußerst umstrittene. David Keith von der Universität Harvard forscht genau daran. Wir arbeiten daran zu verstehen, wie solares Geoengineering funktionieren könnte, welche Risiken damit verbunden wären, wie effektiv es wäre bei der Verminderung der Risiken des Klimawandels, wie wir es umsetzen könnten und was die Leute davon halten. Wir untersuchen auch, warum die Medien damit auf eine bestimmte Weise umgehen. Unser Ansatz umfasst Politik, Wissenschaft und Technologien. Keith gilt manchen als Vordenker, manchen aber schon fast als Feindbild. Und so in etwa könnte solares Geoengineering funktionieren. Ein Wetterballon steigt bis in die Stratosphäre auf. Dort werden feine Aerosole versprüht. Sie sollen das Sonnenlicht reflektieren. Die Erwärmung würde vermindert. Erste sehr kleine Tests sind für das kommende Jahr geplant. Vorbild für diesen Effekt ist der Ausbruch des Vulkans Pinatubo Anfang der 90er Jahre. Millionen Tonnen Schwefel wurden in die Atmosphäre geschleudert und reflektierten das Sonnenlicht. Die Durchschnittstemperatur fiel weltweit um knapp ein halbes Grad. Aber auch die Ozonschicht wurde angegriffen. Nur ein Grund, warum viele Forscher sich sogar gegen die Forschung an solarem Geoengineering aussprechen. Geoengineering ist das typische bequeme Argument von Menschen, die ein schlechtes Gewissen haben, weil sie den Hintern nicht hochkriegen. Ich sage es mal so krass. Ja. Das ist nach dem Motto, lasst uns einfach so weiter wurzeln wie bisher. Und irgendwann kommt ein verrückter Erfinder und erfindet uns den Klimawandel weg. In Berlin findet gerade eine Konferenz zum Thema statt. Die meisten deutschen Klimaforscher sehen Geoengineering als politisch ohnehin kaum durchsetzbar, technisch zu komplex und potenziell hochriskant an. Doch erste Kosten-Nutzen-Rechnungen liefern teils überraschende Ergebnisse.
Erhofft haben wir uns immer so ein bisschen, dass wir irgendwo was sagen können, dass wir klar sagen können, diese Nebenwirkungen sind so groß, wir können das nicht verantworten. Aber das sieht man in den Modellergebnissen so eben nicht. Dass wir dieses starke Argument, dass unser persönliches Gefühl, wir sind eigentlich gegen Geoengineering, bestärken würde, das ist eben etwas, was wir so in den Modellergebnissen tatsächlich nicht sehen können. Egal wie die Debatte ausgeht, solares Geoengineering dürfte, wenn überhaupt, erst in Jahrzehnten einsetzbar sein. Eine andere Form von Geoengineering wäre schneller verfügbar und könnte den CO2-Gehalt der Atmosphäre deutlich senken. Bäume pflanzen. Soweit die Tagesthemen vor 5 oder 6 Jahren zu dem Thema. Hier auf dieser Folie nochmal ein Überblick, das ist so eine Überblicksgrafik vom Geomar in Kiel, über diese verschiedenen Ideen oder verschiedene Technologien, die diskutiert werden unter diesem Label Geoengineering oder Climate Engineering. Und dabei unterscheidet man sozusagen 2 grundsätzliche Formen. Einmal dieses solare Strahlungsmanagement, Solar Radiation Management. Also Versuche, in den Strahlungshaushalt der Erde technisch einzugreifen, zum Beispiel indem man Aerosole in die Stratosphäre ausbringt, wie in dem Film eben schon dargestellt, die dann Einfallen des Sonnenlichts zurückreflektieren. Es gibt aber auch Ideen, dass man großflächig eben dächerweiß streicht. Ja, das muss natürlich sehr großflächig dann passieren, um dadurch eben einfallendes Sonnenlicht zurückzureflektieren. Es gibt keine Versuche, Ideen, dass man künstliche Wolken bilden könnte über dem Meer, die dann einfallendes Sonnenlicht zurückstrahlen, etc. Und der andere Bereich wäre eben die Senkung von der CO2-Konzentration durch sogenanntes Carbon Dioxide Removal, also die Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre mit technischen Mitteln. Gerade aktuell wird wieder diskutiert in Deutschland, oder die FDP diskutiert wieder über Carbon Capture and Storage, also Kohlekraftwerke, die sozusagen mit Filteranlagen ausgestattet werden, die dann das produzierte CO2 abscheiden und in irgendeiner Form, entweder gasförmig oder gesteinsförmig, unterirdisch speichern oder sogar unter dem Meeresboden. Genau. Und dann gibt es sozusagen andere Ansätze wie großflächige Aufforstung, wo nicht so ganz klar ist, fällt das jetzt unter Geoengineering oder nicht? Ne, auf Aufforstung und Forest, sozusagen Avoided Deforestation ist auch Teil des internationalen Klimaregimes bereits. Genau, da sind die Grenzen so ein wenig fließend. Aber entscheidend wäre eben, dass es um großflächige, intentionale Eingriffe in das Klimasystem geht, mit dem Ziel, den Klimawandel abzumildern. Und sozusagen je näher wir uns sozusagen möglichen Kipppunkten nähern und je sozusagen dichter wir natürlich auch an Schwellenwerte kommen mit dem 1,5 Grad oder 2 Grad, das 2 Grad Ziel, desto wahrscheinlicher wird es auch, dass zumindest nachgedacht wird oder dass eben der politische Diskurs sich auch dahingehend wandelt, dass man eben solche technischen Möglichkeiten doch erwägen könnte. Bislang weiß man vor allen Dingen durch Computermodelle, dass zum Beispiel solches solares Strahlenmanagement funktioniert. In Modellen reduziert es die Intensität von Dürren, verringert den Anstieg des Meeresspiegels und auch das Risiko von Extremwetterereignissen. Und es wäre vergleichsweise günstig, sozusagen. Ne? Es gibt also auch auf Seite von Umweltschutzorganisationen in den USA, zum Beispiel sogenannte Ökomodernisten, eben BefürworterInnen von solchen technischen Möglichkeiten.
ja, Mark Lynn ist the God species, how humans really can save the planet durch Atomkraft und andere Großtechnologien. Ja. Auf der anderen Seite gibt es sozusagen das Argument, dass man zumindest diese Technologien schon einmal erforschen müsste, auch wenn wir sie eigentlich nicht anwenden wollen. Ja, das ist so das Argument, was David Keith, der in dem Film auch vorkam, zum Beispiel macht, dass wir eben ja diese Technologien jetzt erforschen müssen, damit wir sie verfügbar haben, wenn es notwendig sein sollte, als eine Art Emergency Exit. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es eben aber auch eine breite zivilgesellschaftliche Bewegung, ein Zusammenschluss von NGOs, die Heinrich-Böll-Stiftung zum Beispiel, ist auch in diesen Netzwerken aktiv, die sich sehr stark aussprechen gegen die Erforschung solcher Technologien und einen internationalen Bann, ein Moratorium für die Erforschung solcher Technologien fordern. Gibt es diese Hands of Mother Earth-Kampagne, genau, und dieser Slogan Stop Geoengineering, Our Home is Not a Laboratory. Abseits dieser sehr allgemeinen politischen, aber auch ethischen Debatte gibt es auch eine ganz konkrete Diskussion um die Risiken und Gefahren von solchen Klimainterventionen. Die habe ich hier auf dieser Folie nochmal zusammengefasst. Einmal gibt es eben das Argument, dass sogar die Erforschung solcher Technologien zu einem Moral Hazard-Problem führen, das auf Englisch heißt, moralische Versuchung auf Deutsch. Also allein die Aussicht, dass wir solche Technologien eventuell zur Verfügung haben könnten, reduziert in der Gegenwart das Bestreben, eben Klimaschutzmaßnahmen durchzusetzen. Dann sind die möglichen Auswirkungen aufgrund der Komplexität des Klimasystems, die wir noch gar nicht komplett absehen können, sind diese Folgen eben unvorhersehbar, teilweise unvorhersehbar und eben komplex. Das heißt, es könnte eben ungewollte Effekte haben, wenn wir solche Maßnahmen einsetzen. Und das könnte unter Umständen auch zu Konflikten führen. Man stelle sich vor, dass einzelne Länder unilateral eben so ein solares Strahlungsmanagement betreiben, weil sie sehr anfällig sind gegenüber dem Klimawandel. Und das führt dann zu verändernden Niederschlagsbedingungen in einem anderen Land. Ja, es könnte eben ein Szenario sein, in dem es durchaus zu Konflikten kommen könnte, aufgrund dieser nicht intendierten Nebeneffekte. Dann gibt es ein Problem, was unter dem Begriff Termination Shock diskutiert wird. Und das ist das Problem, dass wenn man sich einmal entschieden hat, diese Maßnahmen einzusetzen, um den Treibhauseffekt abzumildern, ja, dieses solare Strahlungsmanagement, also man angenommen, man würde damit beginnen, weil man ansonsten den Klimawandel nicht unter 2 Grad begrenzen kann, dann muss man diese Maßnahmen auch kontinuierlich fortführen, weil diese Aerosole haben eine kurze sozusagen Halbwertszeit und dann, das heißt, man muss die kontinuierlich immer wieder ausbringen. Weil wenn man das nicht tut, kommt es zu einem sogenannten Termination Shock, das heißt zu einem abrupten Anstieg der globalen Temperatur um eventuell mehrere Grad Celsius mit dann natürlich katastrophalen globalen Folgen. Die Frage von Klimagerechtigkeit steht natürlich hier groß im Raum. Es ist sozusagen ein Freikaufen der Industrieländer, die sich von ihrer historischen Verantwortung dann durch solche technischen Maßnahmen freikaufen. Dann gibt es auf der anderen Seite auch Argumente, dass aus einer Klimagerechtigkeits- oder internationalen Gerechtigkeitsperspektive man solche Maßnahmen erforschen sollte, weil sie insbesondere Entwicklungsländer vor den dramatischen Folgen des Klimawandels schützen könnten. Es gibt in sicherheitspolitischen Diskursen Debatten über Formen von oder die Gefahr von Rogue Geoengineering, also die Frage, was wäre, wenn sogenannte Rogue States in den Besitz solcher Technologien kämen oder sie anwenden würden. Das ist häufig technisch gar nicht so aufwendig.
Oder ist, ne, und es gibt Szenarien, was wäre, wenn es terroristische Angriffe gäbe auf Geoengineering-Infrastrukturen. Genau, all das wird unter diesem Begriff von Rogue Geoengineering diskutiert. Und schließlich, habe ich schon gesagt, könnte es eben auch zu Konflikten kommen aufgrund von ungewollten Nebeneffekten, aufgrund von ja, nicht koordinierten unilateralen Initiativen einzelner Staaten oder einzelner Zusammenschlüsse von Staaten, die dann auf Kosten anderer Staaten gehen. Abschließend, ja, als Fazit kann man vielleicht festhalten, die These, der Mensch habe durch sein Einwirken auf die Erde ein neues Erdzeitalter eingeläutet, erfährt immer mehr Aufmerksamkeit und ist wissenschaftlich akzeptiert, nicht nur wissenschaftlich, sondern auch in vielen politischen Kreisen. Wir haben eingangs das Video von Angela Merkel auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesehen, das heißt ein eher verteidigungspolitischer Kontext, auf dem dieser oder in dem dieser Diskurs ja, verbreitet wurde. Das hat auch Implikationen für die internationale Sicherheit. Schon seit den 1980er Jahren diskutiert man in der Wissenschaft über den Zusammenhang zwischen Umweltveränderungen und Sicherheit. Eingangs noch nicht so stark mit dem Fokus auf Klimawandel und dann seit den 2000er Jahren immer stärker mit einem klaren Fokus auf den Klimawandel. Aber der konkrete Zusammenhang zwischen Umwelt und Sicherheit in diesen Diskursen ist kontingent, das heißt wandelbar. Und das haben wir gesehen, es gibt ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, für wen und vor was, ja, wer eigentlich vor was geschützt werden soll. Und im Verlauf der Zeit hat sich der Fokus von einem eher klassischen staatszentrierten Sicherheitsbegriff immer mehr in Richtung eines erweiterten Sicherheitsbegriffs verschoben. Das heißt, es geht verstärkt um internationale Zusammenarbeit und oder menschliche Sicherheit. Dann steht die Frage im Raum, ja, haben wir es eigentlich mit einer Versicherheitlichung von Klimapolitik zu tun? Oder haben wir es eventuell mit einer gescheiterten Versicherheitlichung zu tun, weil diese Sicherheitsdiskurse nicht akzeptiert wurden von einem relevanten Publikum, zum Beispiel von der Öffentlichkeit in Deutschland, aber auch etwa im UNO-Sicherheitsrat, wo es mehrere Debatten gegeben hat und wo es nie zu einer Resolution gekommen ist und es immer großen Widerstand gab von Mitgliedstaaten wie China oder Russland, doch Indien teilweise sind nicht ständige Mitglieder im Sicherheitsrat. Oder sollten wir vielleicht eher von einer Klimatisierung von Sicherheitspolitik sprechen? Weil wir gar nicht so dramatische Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes sehen, aber wir sehen, dass sich immer mehr Verteidigungsakteure und militärische Akteure dem Klimawandel zuwenden. Und auch Maßnahmen zur Verhinderung des Klimawandels können Folgen für die internationale Sicherheit haben. Wenn wir etwa an mögliche Formen des Geoengineerings denken, aber auch an Anpassungsmaßnahmen oder Mitigationsmaßnahmen wie etwa große Staudammprojekte oder den Anbau von Biotreibstoffen, der dann einhergehen kann mit Landnahme und Vertreibung, zum Beispiel von indigenen Bevölkerungsgruppen. Und wir haben jetzt noch eine gute Viertelstunde und die würde ich gerne nutzen, um eine Frage oder eine These mit euch zu diskutieren, weil ich denke, dass sie auch sehr relevant ist, ja, im aktuellen klimapolitischen Diskurs, aber auch insbesondere aus der Perspektive von KlimaaktivistInnen. Und genau, das ist die folgende These. Die Klimabewegung sollte verstärkt auf die Sicherheitsrisiken durch den Klimawandel hinweisen, um eine breitere gesellschaftliche Öffentlichkeit für den Klimaschutz zu mobilisieren. Zum Beispiel eher konservative gesellschaftliche Kreise, ja, vielleicht Schichten, die zugänglich sind für Sicherheitsargumente, aber nicht so sehr für ökologische Probleme. Und meine Frage eben, was spricht für und was gegen eine solche diskursive Strategie aus eurer Sicht?
zur Zeit. Ja, danke. So, geht es? Ja. Ich musste an den Beitrag von dem Kommilitonen vorhin denken, der angesprochen hatte, dass ja gerade auf der menschlichen Ebene immer die Frage ist, für wen und über wen und was genau bespricht man dann eigentlich, zum Beispiel, wenn es um so Themen wie Gender und Race auch geht und Klimagerechtigkeit, über die wir ja schon gesprochen hatten. Und ich glaube, dass dann der Diskurs, wenn man den verlagert zu Sicherheitsrisiken hin, dass da eben schon eine gewisse Gefahr bestehen würde, dass man eben nicht über eine diverse Gesellschaft und deren Bedürfnisse spricht, sondern dass es da eben doch wieder über, ja, oder am Ende doch eher wieder um eine homogenere Gruppe gehen könnte. Und wenn ich überlege, wie sich so Diskurse auch in den letzten Jahren teilweise doll in Spaltungen oder ja, doll in Spaltungen gemündet sind, denke ich da spontan doch eher an die Risiken, die damit einhergehen könnten. Und gleichzeitig sehe ich zum Beispiel jetzt, ist ja jetzt auch heute ganz passend, dass die letzte Vorlesung ist aus dieser Reihe, alles, was hier thematisiert wurde, wo man vielleicht gar nicht in erster Linie dran gedacht hätte bei einer Vorlesung, wo es um Klima geht, unter anderem eben Klimagerechtigkeit, dass da doch eigentlich ein ganz großes Potenzial ist und dass es dann vielleicht weniger um das Thema Klimawandel, sondern Klimagerechtigkeit und in dem Diskurs dann, dass schon der Diskurs schon geführt werden könnte, aber eben mit dieser ganz anderen Perspektive, gerade so postkoloniale, dekoloniale Perspektiven sind wirklich noch sehr, sehr wenig vertreten, auch zum Beispiel hier an der Uni in anderen Vorlesungen, Veranstaltungen. Und deswegen denke ich mir, das wäre super wichtig. Aber die Frage ist, wie realistisch ist das, dass diese Perspektiven wirklich in diesem Diskurs öffentlich dann auch in der breiten Masse mit eingebunden werden? Soll ich das direkt irgendwohin weitergeben? Ja, genau. Ich möchte das aufgreifen und noch etwas ausbauen. Die Debatte, die heute in der Klimadiskussion zu kurz kommt, das ist jetzt nicht keine Kritik an Ihnen oder an dir, das ist der notwendige gesellschaftliche Umbau, Transformationsstrategien, ist in der Postwachstumsdebatte und in der Klimadebatte heute eine sehr aktuelle Debatte, die zum Teil auch im akademischen Milieu sehr intensiv geführt wird, beispielsweise in Wien oder an anderen Stellen, in Lund und eigentlich wenig in Hamburg, was mich ein wenig stört. Und ich glaube, das ist eine Debatte, die zeigt, dass die Entwicklungspfade des Kapitalismus und des Klimawandels nicht vorgezeichnet sind, dass sie kontingent sind, dass es Möglichkeitsräume gibt, in diese oder in jene Richtung. Und die Sicherheitsrisikendebatte ist trotzdem eine Debatte, die sehr auf einen Entwicklungspfad von dystopischer Perspektive basiert. Und ich glaube, diesem dystopischen Blick, der auch in der wissenschaftlichen Debatte verankert ist, muss man auch den anderen Blick entgegenstellen von den Möglichkeitsräumen eines gesellschaftlichen Umbaus. Das löst nicht die ganze Debatte von Sicherheit, wirft mindestens aber die Frage auf, wie Sicherheit in wessen Interesse gewährleistet soll, weil die Sicherheitsfrage ist ja auch eine konfliktuelle Frage und auch eine Frage der Klasse. Wenn man die, ob man die jetzt einfach so in einer dystopischen Perspektive diskutiert, läuft man Gefahr, sich mit einem festgelegten Entwicklungspfad, eigentlich auch das, sagen wir mal, das fossile Kapital, wie man das nennt, sich mit deren Interesse gleichsetzt und nicht offen lässt für andere Entwicklungspfade, die der Überwindung des fossilen Kapitals und der Macht des fossilen Kapitals eigentlich entgegengesetzt sind. Mhm. Ja, vielen Dank. Zwei sehr wichtige Punkte. Einmal sozusagen der Klimasicherheitsdiskurs ist häufig sehr stark eben verknüpft mit bestimmten dystopischen, man könnte sogar sagen, in Einzelfällen apokalyptischen Zukunftsvorstellungen. Es gab 2003 den ersten Pentagon-Bericht zu einem Szenario eines abrupten Klimawandels.
Und dieses Szenario ist dann anschließend in The Day After Tomorrow auch in Form eines Hollywood-Films narrativ umgesetzt worden. Das war das Szenario eines abrupten Klimawandels im Sinne einer Eiszeit in Europa, verursacht durch einen Abbruch des Golfstroms. Und in der Tat ist es so, dass sich solche dystopischen Zukunftsvorstellungen auch in diesem Klimasicherheitsdiskurs stark finden und dann eben ja vielleicht andere Zukunftspfade, Transformationspfade, Möglichkeiten dadurch eben ausschließen, marginalisiert werden und eben damit einhergehend auch die Gefahr einer diskursiven Schließung durch so ein Sicherheitsframing. Ne? Und sozusagen, das ist auch eine Frage, die kontrovers diskutiert wird in den kritischen Sicherheitsstudien. In den 1990er Jahren wurde das sehr stark diskutiert, lässt sich so ein Sicherheitsdiskurs emanzipatorisch umdeuten? Also, ne? Also es waren so Ansätze, die an die kritische Theorie angeknüpft haben, Frankfurter Schule, und die argumentiert haben, dass es möglich ist, dass man Sicherheit umdeutet im Sinne von menschlicher Emanzipation. Das Problem ist, dass eben solche Diskurskämpfe immer vor dem Hintergrund bestehender gesellschaftlicher Machtverhältnisse stattfinden. Ne? Und immer sozusagen das Risiko besteht, dass solche, zu einer solchen diskursiven Schließung kommt. Und dass eben Argumente auch umgedeutet werden, ne? Im sozusagen breiteren Diskursraum. Na, da waren noch ein paar andere Meldungen. Vielleicht, also es ist nicht direkt gesellschaftlich, aber es kann gerade durch die Klimabewegung in Verbindung mit NGOs, Öffentlichkeitsarbeit, kann es durchaus auch einen größeren Druck auf die Politik ausüben. Denn gerade auf die internationale Politik und internationales Recht, denn gerade gibt es sehr, sehr wenig Rahmenbedingungen dafür, sehr wenig internationale Verträge, sehr viel, wie du ja auch schon gesagt hattest, sehr viel Gegenwind von den größeren Industriestaaten. Und es darf nicht unterschätzt werden, wie viel Macht dann doch auch zivile Organisationen haben können, auch die Klimabewegung, auch Protestaktionen, dass dadurch auch Staaten eher in die Verlegenheit kommen, bindende Verträge zu schließen, dass der Sicherheitsrat öfter zusammen oder mehr darüber diskutiert, dass es mehr auch nicht bindende Verträge oder Draft Principles gibt, die dann zu Gewohnheitsrecht werden können. Das geht vielleicht ein bisschen weit, aber das kann durchaus Druck ausüben, das kann über Monitoring und Naming and Shaming sehr viel auslösen. Da müsste man vorher natürlich klären, wie der Sicherheitsbegriff definiert ist und in welchem Rahmen das sein soll, aber es kann in der Folge sehr viel Auswirkung haben. Ja, das würde ich auch so sehen. Und gerade so die Unterstützung dieses Diskurses durch besonders betroffene Entwicklungsländer und einzelne pazifische Inselstaaten hat da, glaube ich, nochmal ein besonderes normatives und politisches Gewicht, auch in den Debatten im Sicherheitsrat. Und ich hatte gesagt, es gibt keine Resolution des Sicherheitsrates. Das stimmt auch. Es gibt aber einzelne Resolutionen zu einzelnen Regionen, zum Beispiel die Tschadsee-Region, wo der Klimawandel durch den Sicherheitsrat anerkannt wurde als Konflikttreiber, Konfliktherd. Was auch unter anderem auf diese Initiativen von verschiedenen Entwicklungsländern zurückzuführen ist. Und da besteht durchaus Möglichkeit, da auch ja, eventuell den Diskurs an Klimagerechtigkeit, internationale Gerechtigkeit anzubinden und dadurch eventuell auch ja, ein Stück weit umzudeuten. Ja. Gibt es noch weitere Beiträge? Möchte noch jemand an der Diskussion teilnehmen? Ich musste an eine Vorlesung von uns denken zum Thema Klimakommunikation, die war auch dieses Semester. Und ich muss sagen, also mir gefällt der Gedanke eigentlich nicht so, das mitzudiskutieren, eben auch aus dem genannten eher pessimistischen Ansatz. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es eben eine große Wirkung haben kann, weil in dieser Klimakommunikationsvorlesung wurde eben auch gesagt, wie viele unterschiedliche gesellschaftliche
ja, Cluster wir eigentlich haben, die eben ganz andere Bedürfnisse haben, ganz andere auf andere Dinge reagieren. Und ja, ich habe eben so ein bisschen die Angst, dass wir mit dem Ansatz, der gerade genutzt wird, eben nur ein paar von diesen Clustern erreichen und eben nicht genug. Und ja, dass es eben vielleicht nötig sein könnte. Ja, ich möchte auch einmal in den Raum werfen, dass Sicherheitsfragen, obwohl auch immer Hierarchiefragen auch sind und vor allem, wenn auch zum Beispiel eine Industrienation wie Deutschland diese führt und dass da dann auch immer beachtet werden muss, quasi über welche Länder redet man oft, sind es dann auch bei Sicherheitsfragen Länder des globalen Südens, sodass dann auch quasi das immer mitgedacht werden muss und es passiert ganz schnell bei solchen Diskursen, vor allem wenn auch weiße Menschen diese führen, was in Deutschland leider sehr oft der Fall ist, dass dann über die betroffenen Länder gesprochen wird und nicht mehr mit denen, wodurch quasi einfach nur diese Hierarchien reproduziert werden, wo man total aufpassen muss. Und genau, wenn die Klimabewegung über solche Sicherheitsrisiken diskutiert, muss halt aufgepasst werden, dass wirklich auch zum Beispiel Menschen aus marginalisierten Gruppen wie Indigene auch mit einbezogen werden und die da auch eine Stimme bekommen, damit es überhaupt ja, ein richtiges Outcome hat. Außerdem ist noch eine Frage, welche Menschen erreichen eigentlich Diskurse? Und Diskurse ist schon ein sehr wissenschaftlich geprägtes Wort und es erreicht eher eine akademische Bubble. Und da ist die Frage, erreicht es dann wirklich die AdressatInnen, die es dann am Ende auch adressieren sollte? Wie Sie auch im Beispiel meinten, zum Beispiel auch etwas konservative BürgerInnen oder zum Beispiel auch andere Menschen, die nicht in der akademischen Bubble drin sind, sage ich mal. Also den Aspekt sollte man auch ja, noch im Kopf haben. Und deswegen finde ich eigentlich auch den Begriff der Klimagerechtigkeit gut, weil da kann auch dann können Sicherheitsrisiken auch ein Aspekt davon sein und dürfen noch nicht vergessen werden. Aber es hat halt immer noch diesen Gerechtigkeitsaspekt mit drin, der halt auch versucht, dann marginalisierte Gruppen auch ja, das Wort zu geben, sage ich mal. Und da könnte man das vielleicht auch mit einbetten und nicht aus dem Blick verlieren. Genau. Ja, das finde ich auch nochmal einen guten und wichtigen Punkt. Also Klimagerechtigkeit sozusagen kann durchaus auch Aspekte von Klimasicherheit umfassen, aber dann eben im Sinne von menschlicher Sicherheit und nicht von nationaler Sicherheit. Ansonsten ist es in der Tat so, dass teilweise diese sehr westlich geprägten Diskurse über Klimawandel und Sicherheit auf bestimmte neokoloniale Denkmuster zurückgreifen, zurückfallen, in denen zum Beispiel das Bevölkerungswachstum im globalen Süden verantwortlich gemacht wird für die Umweltprobleme wie den Klimawandel, aber auch die Übernutzung dann von Ressourcen. Also gerade dieser Diskurs über Klimaflüchtlinge ist häufig geprägt von solchen Denkmustern und genau, da besteht natürlich die Gefahr, das zu reproduzieren und ja, Betroffene einzubeziehen, Gehör zu verschenken, zuzuhören, ist sicherlich eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, was auch mit Sicherheit unter so einem Begriff von Climate Justice ja, laufen könnte. Danke. Ja, vielen Dank. Die Zeit ist jetzt auch um. Also danke dir für den spannenden Vortrag und danke euch allen für die Teilnahme. Und wir hoffen, dass wir euch dann im nächsten Semester wiedersehen. Dankeschön.